Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu Kunst mit Simmi. Ich bin Simmi und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Wollt ihr auch so ein Bild mit mir malen? Heute machen wir ein Experiment. Das Experiment heißt Kopf ausschalten, intuitives Malen. Wir werden Tiere malen. Diesmal suchst aber nicht du dir dein Tier aus, sondern das Tier sucht dich aus. Wie das geht, erfährst du gleich im Video. Das Tier, das zu dir möchte, wird zu dir kommen. Intuitiv. Intuitiv bedeutet von dir selbst heraus. Das heißt, es geht nicht darum, etwas genau abzuzeichnen, viel nachzudenken oder genaue Regeln zu befolgen. Es geht darum, deiner inneren Stimme, deiner Linie zu vertrauen. Und weil Vertrauen auch etwas mit sich trauen zu tun hat, ist das heute eine Aufgabe, die auch mit Mut zu tun hat. Mut loszulassen, Mut, sich ein bisschen neu auszuprobieren, Mut, Dinge geschehen zu lassen, ohne sie zu kontrollieren und den Mut, zu allem zuzustimmen und Ja zu sagen, egal was passiert. Ein Künstler, der auch Ja zu seinen eigenen Linien sagte, ist der Künstler Franz Marc. Wenn ihr seine Skizzen und seine Kunstwerke betrachtet, entdeckt ihr einige Linien. Manche sind lang, manche sind kurz, manche gebogen, manche eckig. Ein ganzes Linienmeer. Und wenn ihr die Bilder mal genauer anschaut, mit etwas Zeit und Ruhe, dann entdeckt ihr Tiere in diesen Linienmeeren. Viele verschiedene Tiere, zum Beispiel ein kleines Reh oder Vögel oder sogar ein Fuchs. Und dabei benutzte er gerne alle Farben des Regenbogens. Er war der Überzeugung, ein Genie ist der Fehler im System. Mit anderen Worten, ein genialer Künstler, ein genialer Wissenschaftler weicht von der normalen Ordnung der Dinge ab. Er traut sich, Dinge anders zu machen als normalerweise. Und so möchte ich euch mit diesem Zitat bestärken, euch auf die folgende künstlerische Aufgabe einzulassen. So, du brauchst fürs Erste nichts weiter als einen alten Pappkarton, das kann eine Cornflakes-Packung sein, vielleicht auch eine Geschenkpapierverpackung oder Nudelverpackung, egal was dir in die Quere kommt. Ich habe jetzt mal eine alte Postkarte verwendet, das geht auch. Und du brauchst einen Pinsel. Und einen Klecks schwarze Gouachefarbe. Wenn du sofort an ein Tier denkst und versuchst es zu zeichnen, dann hat das Ganze wenig mit intuitivem Malen zu tun. Es geht ja ums Kopf ausschalten. Dann arbeitest du aus deiner Schulter heraus. Das heißt, es ist kein Malen, das aus dem Handgelenk ist oder aus dem Fingerkuppen, sondern es ist ein Malen, das aus der Schulter und mit dem Körper herausgeht. Bereit? Es geht um Linie. Und wenn die Linie da ist und etwas unterbrochen ist, macht das nichts aus. Du kannst sie auch noch einmal nachzeichnen, aber es dürfen helle Stellen und dunkle Stellen da entstehen. Kein Problem. Und du probierst dich aus von oben nach unten, von unten nach oben. Kleine Kurven, Ecken. Und du denkst an nichts. Und du kannst eine Pause machen und überlegen, wo deine nächste Linie landet. Kurze Linien, bogene Linien, eckige Linien. Achte darauf, dass du immer einen Schwung machst und dann Pause. Einen Schwung machst und dann Pause. Einen Schwung machst. Versuch's mit etwas Abwechslung. Wechsle runde, eckige, lange und kurze Linien ab.
und ich spore manche Linienrichtungen nach, aber parallel dazu. Also wenn ich das hier zum Beispiel habe, mache ich in die gleiche Richtung nochmal eine Linie und nochmal eine Linie. Nun verlängerst du deine schwarzen Linien, dass sie am Rand erst aufhören oder sie können auch in eine andere Linie stoßen. Das genügt natürlich auch. Und es ist wichtig, dass du überlegst, wann höre ich auf? Und das ist wirklich individuell. Und ich schaue mir diese ganzen Linien an. Trink dazu eine Tasse Tee, entspann mich, lass locker. Und wenn ich Lust habe, kann ich auch das Bild ein bisschen drehen. Da ich Tiere intuitiv mit euch malen möchte, kommt jetzt meine Fantasie ins Spiel. Ich versuche, sie zu finden, Linien, die zu einem Tier gehören könnten. Und das ist gar nicht so einfach. Also, das hier könnte zum Beispiel ein Spinnenkörper sein. Und hier gehen die Beine ab. Mehrere Beine, auch ein geknicktes. Eine Kreuzspinne. Das wäre eine Idee. Ich sehe hier einen Pferdekopf. Dann wäre hier das Auge. Hier sind schon mal ein paar Zottel, ne? Von der Mähne. Hier könnten die Nüstern sein. Das wäre ein Pferdekopf, der reinguckt. Es wären hier noch die Ohren. Die kann ich dann noch einzeichnen. Und hier noch ein bisschen mehr Mähne. Das würde ich auch machen. Das könnte eine Schlange sein, die sich durchs Bild wendet. Dann könnte ich hier noch eine Linie dazu malen, die so parallel verläuft und vielleicht so ein bisschen länger geht. Könnte auch ein Giraffenkopf sein. Der Pferdekopf fällt mir gerade auf, weil hier könnte ich noch ein Horn draus machen. So Giraffen haben ja so Hörner. Viele, viele Ideen. So, da ich Pferde sehr gerne mag, habe ich mich für das Pferd entschieden und ich werde jetzt die schwarzen Linien noch etwas fortführen, dass ich einen Pferdekopf tatsächlich bekomme. Suche dir einen Platz für die Augen bzw. für das Auge und male das Auge als Osterei mit einem schwarzen Punkt darin. Hier ist der Mund, hier sind die Nüstern und ich mache tatsächlich hier noch ein bisschen mehr Mähne. Das sieht aus wie der Vollmond. Das könnte ein Regenbogen sein. Vielleicht ist das hier hinten die Tür zu seinem Stall. Das könnt ihr selbst überlegen. Und als nächstes nehmt ihr euch eine Palette mit zwei Grundfarben plus Weiß. In meinem Fall ist das jetzt Rot-Gelb plus Weiß. Selbstverständlich könntet ihr auch mit einer anderen Farbkombination starten, zum Beispiel Rot-Blau und Weiß oder Gelb-Blau und Weiß, wie ihr möchtet. Wichtig ist, dass ihr die Farben jetzt nicht nur alle zu einem Brei verrührt, sondern nur in eine Farbe geht und löffelt, ein bisschen malt, dann in die nächste Farbe geht und löffelt und ein bisschen malt. Ihr seht, dass sich die Farbe dann auf der Leinwand mischt. Ihr müsst also nicht extra kleine Punkte anrühren mit Mischen auf der Palette, sondern ihr geht immer mit dem Pinsel in eine Farbe und malt ein Stück, dann geht er in die nächste Farbe und malt wieder ein Stück und es mischt sich automatisch auf der Leinwand. Also habt Vertrauen und lasst das Erbsensuppe-Brei kochen, wie ich es immer nenne, weg, sondern arbeitet euch immer mit einem Löffel in eine Farbe Schritt für Schritt vor. Der Rest der Farbe, der auf dem Pinsel ist, wird sich zu einer neuen Farbe mischen.
dann kommt Orange, ne? Habt ihr bestimmt gemerkt, Gelb und Rot, es gibt die Farbe Orange in unterschiedlichsten Nuancen. Und immer Gelb, ihr müsst nicht das ganze Feld ausmalen, aber es sollte immer ein Fleck sein, dann macht es euch dann leichter. Und wenn ihr dann genug habt von Gelb und Rot, dann holt ihr euch ein neues Tellerchen mit einer neuen Farbkombination. Blau, Gelb und Weiß. Und ihr geht zuerst in die dunklere Farbe mit eurem Pinsel. Und dann könnt ihr mit Blau arbeiten. Und dann langsam tastet ihr euch zu den helleren Farben vor. Und ihr habt ihr Hellblau. Und wenn ihr jetzt mit dem Gelb geht, ihr ahnt es, entsteht, gezaubert ist es von euch, ein schönes Grün. Und ihr seht, ich male nicht von links nach rechts, sondern ich male immer, wo ich denke, auch die Farbe wäre hier noch schön. Manchmal könnt ihr auch ein bisschen zurückgehen oder Bild nochmal angucken von Weitem. Überlegen, wo fehlt noch welche Farbe. Dann könnt ihr euch den dritten Farbteller schnappen. Ich nehme jetzt Rot, Blau und Weiß. Streift euren Pinsel etwas ab, fangt mit der dunkleren Farbe an und arbeitet euch dann über Weiß zur nächsten Farbe und schaut, welche Farbe entsteht. Oh ja, das ist ein Lila. Vielleicht möchtet ihr noch einmal wechseln zu einem anderen Farbteller. Das könnt ihr selbstverständlich immer machen. Und dann holt ihr euren neuen Teller. Immer. Und jetzt sucht ihr nach Stellen, die noch nicht gut bemalt sind und malt ganz fein noch mit dem feinen Pinsel kleine Linien, Punkte dahin, wo noch keine Farbe gelandet ist. Schaut das ganze Bild in Ruhe durch. Das war meine Kunstidee zum Thema intuitiv Tiere malen. Und ihr merkt, dass ihr mit der Kopfausschalttechnik ein wunderschönes Tier hinbekommt. Ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß hattet und freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Wir werden mit Blackbird arbeiten, seid gespannt. Bis bald, eure Simi. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und das Video mit all euren Freunden teilt. Ihr könnt mir auch gerne Bilder zusenden oder einen Kommentar hinterlassen. Das ist möglich auf meiner Internetseite www.simonesonnentag.de. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!